Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Fortnite Tipps und Tricks. Heute zeige ich euch, wie ihr besser werden könnt im Bauen und das einfach und schnell. Also, let's go. Als erstes, um wirklich besser werden zu können im Bauen, müsst ihr einmal gute Einstellungen haben. Ich werde hauptsächlich jetzt gerade nur über die Maus- und Tastatureinstellungen reden, denn ich kenne mich selber mit Controller nicht so gut aus. Aber der nächsten Tipps werden auch Controller davon profitieren. Also, let's go. Maus-Tastatureinstellungen habe ich schon wieder darüber gemacht. Ich werde euch mal nur ganz kurz die Basics erklären. Und das ist die Mausempfindlichkeit und die Tastatureinstellungen nehmen. Mausempfindlichkeit setzt sich zusammen zwischen DPI, also wie schnell eure Maus grundsätzlich ist. DPI könnt ihr einstellen in einem Programm wie Logitech G Hub oder auch anderen Programmen. Kommt darauf an, welche Maus ihr habt. Es kann auch sein, dass ihr eine Maus habt, die eine Standardmaus habt, die natürlich keine Software hat. Die hat meistens um die 1600 DPI, kann aber auch niedriger oder höher sein, da müsst ihr selber nachschauen im Internet. Also, eDPI setzt sich zusammen aus DPI und den Ingame-Einstellungen. Und eDPI ist überall gleich, das heißt, in jedem einzelnen Spiel könnt ihr die gleiche eDPI benutzen und werdet circa gleich schnell sein. Damit könnt ihr dann auch euch mit euren Freunden vergleicht. eDPI wird so berechnet, dass man einfach die DPI von der Maus nimmt und sie mit der Empfindlichkeit im Spiel multipliziert. Zum Beispiel 1000, wie ich das habe, mal 10% und das sind dann 100 eDPI. Und das könnt ihr dann mit anderen Leuten vergleichen. Desto höher euer eDPI ist, desto höher der Sense habt ihr und desto niedriger sie ist, desto niedriger. 100 eDPI ist eigentlich eine hohe Sense, es gibt auch noch höhere, wird aber nicht viel zu hoch gehen, weil dann trefft ihr eure Schüsse nicht. Aber wenn desto höher ihr geht, desto besser seid ihr im Bauen. Bis halt bei einem bestimmten Zeitpunkt, bis es halt zu schnell ist. Bei den Tastatureinstellungen würde ich euch einfach nur empfehlen, dass ihr Double Movements benutzt. Oben rechts bei mir könnt ihr das jetzt abchecken, weil da habe ich euch erklärt, was das ist und wie ihr das aktivieren könnt mit Routing Double Movement, wenn ihr keinen Controller habt. Damit habt ihr einfach nur ein besseres Movement. Dann ist es wirklich wichtig, dass ihr eure Bautasten nicht auf einem Finger habt und manche auf den Maus-Daumen-Tasten, also die Tasten auf der Maus. Nicht die ersten zwei Tasten, also die zwei Tasten, die ihr ganz oben benutzt, das solltet ihr nicht benutzen, aber halt zum Beispiel den Boden und die Treppe auf einer Seitentaste. Und alle anderen Tipps könnt ihr oben rechts beim i abchecken. Für den nächsten Tipp müsst ihr jetzt in Creative reingehen. Für diesen Tipp müsst ihr euch eine Creative-Insel machen. Ihr könnt hier einfach zu Portal festlegen, also zu neu erschaffen und dann einfach die Rasterinsel oder welche auch immer nehmen und bestätigen. Dann wird euch das erstellt. Ich gehe dann mal hier rein. Ihr braucht hier ein paar Sachen. Ihr braucht hier ein paar Spawnflächen. Die könnt ihr in den im Inventar finden bei Geräten, da sucht ihr das raus. Dann startet ihr das Spiel und dann werdet ihr nicht mehr in der Luft gespawnt, sondern am Boden. Und was ihr hier genau machen müsst, ist einfach nur bauen. Das ist ganz gut zu wissen. Wenn ihr schneller bauen wollt, wenn ihr bauen lernen wollt, müsst ihr erst einmal einfach nur bauen. Und wo könnt ihr das am besten machen? In Creative. Wenn ihr Anfänger seid und jetzt bestimmte Sachen noch nicht könnt. Ich habe eine ganze Videoserie gemacht, wo ich euch zeige, für Pros, für Anfänger und für Fortgeschrittene, wie man halt bauen einfach lernen kann. Aber am besten könnt ihr das natürlich in einer Creative-Insel, die ihr euch dort gemacht habt. Und einfach nur freebuildet. Um wirklich schnell zu sein, normalerweise ist es bei jedem aktiviert und das ist Tourbuilding. Das heißt, ihr drückt die Taste, die Maustaste haltet ihr gedrückt und ihr baut durchgehend. Ihr müsst nicht für jede einzelne Sache klicken. Und das ist eigentlich bei jedem aktiviert oder sollte bei jedem aktiviert sein. Das könnt ihr in Einstellungen finden bei Gebäude. Und hier müsst ihr dann, das ist bei Turbobau. Das aktiviert ihr und dann wird hier automatisch, wenn ihr es haltet, das Ganze hier gebaut. Ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Einfach nur halten und die Sachen wechseln. Etwas anderes, was ihr machen solltet, sind Pre-Edits abzuschalten. Pre-Edits sind, wenn ich das jetzt mal kurz aktiviere, das könnt ihr hier bei Gebäude deaktivieren und aktivieren. Bei Vorbearbeitung deaktivieren, setze ich auf aus. Dann, wenn ihr hier einfach nur raushaltet und dann könnt ihr das hier machen. Also ihr habt einen Edit. Und dann könnt ihr das, dann platziert ihr das immer. Kann man in manchen bestimmten Szenarien benutzen. Ich benutze das aber nicht so gerne, deswegen habe ich es immer aus. Also ich stelle das auf an, dann ist es immer deaktiviert. Und jetzt gebe ich euch einen großen Tipp. Wenn ihr Probleme habt, schnell zu bauen, an sich, wenn ihr Probleme habt, schnell zu bauen, dann versucht langsam zu bauen, erstmal zu perfektionieren. Das heißt, anstatt die ganze Zeit diese Sachen hier zu machen,
und viele Edits zu flexen und alles drum und dran. Versucht einfach mal langsam zu bauen, so smooth wie möglich. Ihr müsst nicht schnell sein. Es müsste nicht sein. Versucht einfach wirklich langsam zu bauen, das perfektionieren. Denn das ist meistens das Wichtigste, was viele Leute falsch machen. Und dann kommen wir noch zum nächsten Tipp, der richtig wichtig ist. Ihr seht gerade, mein Ping ist bei 30, was ziemlich hoch ist für Creative. Euer Ping wird hauptsächlich doppelt so groß sein in normalen Spielen. Das heißt, ich hätte jetzt einen 60er Ping in Arena oder was auch immer. Ich habe noch ein anderes Internet, deswegen spiele ich hauptsächlich mit dem anderen Internet. Dann habe ich nur einen 15er Ping oder noch weniger in Creative oder und nur einen 30er oder auch weniger in normalen Games. Wenn ihr aber ein höheres habt, zum Beispiel 60er Ping, 80er Ping, dann empfehle ich euch, Competitive könnt ihr vergessen. Aber wenn ihr besser bauen einfach wollt, dann versucht so wenig wie möglich zu editen. Und versucht so langsam wie möglich zu bauen. Und etwas, was ihr machen müsst, ist, ihr dürft nicht zu aggressiv sein, sondern müsst passiv spielen. Das heißt, wenn ein Gegner euch angreift, müsst ihr, zum Beispiel ihr seid in einer Box drinnen und ein Gegner will diese Wand haben. Es ist ziemlich sicher, dass ihr die Wand nicht bekommen werdet, wenn ihr es haltet. Was macht ihr dann? Ihr dreht euch um, platziert zum Beispiel eine Treppe und geht hier rechts raus, platziert eine Wand, damit er euch nicht boxen kann und geht so nach oben. Passiert dann noch eine Wand, wenn ihr könnt. Es kommt darauf an, wie hoch euer Ping ist. Was soll diese zu editen? Dann habt ihr Highground und er ist höchstwahrscheinlich hier. Und ihr seid schon da oben. Er kann auch natürlich jetzt boxen. Aber dann platziert ihr halt eine Wand hier auf dieser Seite hin, damit er euch nicht boxen kann. Und dann habt ihr Highground. Und seid aus dieser bestimmten Situation raus. Um besser bauen zu können, müsst ihr auch gut editieren können. Um schnell bauen zu können. Weil schnell bauen eigentlich... Wenn man über Schnellbauen redet, redet man hauptsächlich über viele Edits und viel, um die Leute zu boxen. Das ist zum Beispiel schnelles Bauen. Zum Beispiel. Wenn ihr nicht so gut editen könnt, bringt euch das Ganze hier nicht zu flexen. Weil um gut editen zu können, darüber habe ich glaube ich schon ein Video gemacht, das werde ich euch jetzt rechts oben verlinken. Oder irgendwelche Videos über Editen, müsst ihr einfach weniger editen. Wenn ihr aber natürlich schnell bauen wollt, editieren wollt und alles, dann müsst ihr editieren üben. Und das könnt ihr am besten in Edit-Kurse oder in der Creative Lobby, indem ihr einfach nur die ganze Zeit langsam wie möglich das macht. Es gibt verschiedene Arten vom Editen. Das heißt entweder Edit on Release, das heißt, wenn ihr Edit loslässt, wenn ihr zum Beispiel das hier markiert habt und ihr haltet, maust und loslässt, dann wird das Ganze editiert. Es gibt natürlich aber auch Double Edits, das heißt, wenn ihr drückt eine Taste, drückt die Maustaste, drückt eine andere Taste und dann wird es halt editiert. Darüber habe ich auch ein Video schon gemacht. Was der große Nachteil ist, wenn ihr nicht schnell editieren könnt, ist, dass ihr viele Taktiken nicht benutzen könnt, um Gegner zu boxen, um Gegner zu töten. Und das ist ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel in einer Box seid und ihr könnt jetzt nicht schnell editen, das heißt, ihr braucht viel zu lange, um das hier zu machen. Zum Beispiel hier ist ein Gegner und ihr wollt ihn jetzt boxen. Was macht ihr? Ihr könnt entweder das machen und dann hier das hier machen. Aber wenn ihr viel zu langsam seid, kann der Gegner, macht er eure Wand einfach kaputt. Was anderes, was ihr nicht machen könntet, wenn ihr zu langsam seid, macht das dann nicht. Sprayt einfach rein zum Beispiel. Der Gegner wird es höchstwahrscheinlich nicht erwarten, wenn er gut ist. Wenn er schlecht ist, wird er es erwarten. Wenn er gut ist, wird er es wahrscheinlich nicht erwarten. Aber wenn ihr schnell seid, könnt ihr einfach das hier machen und wieder halten. Das heißt, so, und ihr habt schnell geeditet, habt eine Box um ihn gebaut, so circa, und er kann jetzt nicht wirklich mehr rausgehen. Eine andere Art und Weise, schneller zu editen zu können, ist mit eurem Bauschema zu editen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier eine Wand habt und ihr wollt das schnell machen, dann könnt ihr einfach hier drin bleiben, weil wenn ihr das andersherum machen wollt, dann müsst ihr zuerst mal eine andere Taste drücken und das editieren. Das dauert ein bisschen. Ist nicht wirklich viel langsamer, aber damit kann man zum Beispiel das hier ganz schnell machen. Zum Beispiel habe ich hier gerade nicht einmal das gewechselt. Hier muss man aber aufpassen, wenn man zum Beispiel einen Triple Edit machen möchte. Also wenn man hier zum Beispiel einen Triple Edit machen möchte. Versucht immer einen Boden zu haben oder eine Treppe. Bei einer Treppe könnt ihr das editen, eine Wand platzieren und die Wand dann editen. Wenn ihr das mit einer Cone macht, wenn ihr zum Beispiel eine Cone habt, kann es auch mal sein, dass ihr etwas nicht versucht zu editen. Oder wenn ihr eine Wand habt, dann werdet ihr das nie editen können. Mit einer Wand, werdet ihr es nie editen. Mit einem Boden werdet ihr es editen können oder mit einer Cone.
alles andere außer Wand. Deswegen müsst ihr darauf aufpassen. Okay, Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen da oben da und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis später, Leute. Ciao.